Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir leben in bewegten Zeiten, politisch bewegt und Fußball bewegt. Politisch bewegt konnte man jetzt zwischen raushören, als Herr Klein zum Beispiel davon sprach, dass die Hamburger Landesregierung, die er vertritt, unseren Elbausbau vorantreibt. Das ist ein kleiner Aspekt der Bewegung, dass eine von den Grünen mitgestellte Landesregierung unseren Elbausbau vorantreibt. Ich meine die untere Elbe. Das interpretiere ich jetzt. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen trotz eines spannenden Fußballspiels gekommen sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass Herr Professor Monti sich auf den weiten Weg gemacht hat, um hier heute Nachmittag mit uns und für Europa zu diskutieren. Herzlich willkommen, Herr Professor Monti. Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, dem Europäischen Parlament und den Landtagen begrüßen. Ich möchte begrüßen die Mitglieder des diplomatischen Korps und insbesondere den italienischen Botschafter, Herrn Botschafter Valencise. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich begrüße den Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Berlin, Herrn Petschke, und ich freue mich, dass Sie alle da sind und mit uns heute diese Diskussion führen wollen. Es gibt ja gegenwärtig keinen Mangel an aufregenden Themen. Also ich hätte zum Beispiel vor 5 Wochen noch nicht gedacht, dass wir das Thema haben würden, wieso tritt ein Bundespräsident Knallerfall zurück? Und dann anschließend das Thema, kann eigentlich einer der Repräsentanten einer friedlichen Revolution in Deutschland Staatsoberhaupt werden? Aber die Frage, wer wird Bundespräsident, ist inzwischen gelöst und wir wünschen dem gewählten Bundespräsident viel Erfolg. Es gibt auch andere aktuelle Aufregerthemen, zum Beispiel, dass die Bürger unzufrieden sind mit der Bundesregierung. Das aber so neu nicht, das hatten wir auch schon mal, als wir selber in der Regierung waren. Es gibt aber auch Themen, von denen kann man nicht sagen, das sind Alltagsthemen. Fragestellungen, von denen kann man nicht sagen, die hatten wir immer schon so. Und dazu gehört die Art von Debatte, die wir heute über Europa haben. Die Europapolitik war, um es ganz grob zu zeichnen, von Adenauer bis Fischer eine Konstante der deutschen Außenpolitik gewesen. Das Ja, ein bekennerhaftes und engagiertes Ja zur europäischen Integration war nicht nur bei einzelnen Parteien, sondern im breiten Mainstream der deutschen Politik sehr gut verankert. Vision Europa, das Vertrauen auf Europa, das war eine klare Sache. Das ist heute nicht mehr so. Und vielleicht tue ich ja da jetzt dem Bundesverfassungsgericht Unrecht, weil es hat ja auch schon ein paar Jahre weiter zurückliegend, etwa im Zusammenhang mit den verlorenen Verfassungsreferenden in Niederlande oder Frankreich, sehr kritische Diskussionen gegeben, aber ich habe den Eindruck, richtig gesellschaftsfähig geworden, fast mehrheitsfähig geworden, ist die Europaskepsis in Deutschland eigentlich ungefähr vor einem Jahr mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Sachen Lissabon-Vertrag. Und seither hatte Europa nicht wirklich einen guten Lauf. Mühsam hat man sich Ende des letzten Jahres beim Lissabon-Vertrag über die Ziellinie geschleppt und hatte dann den Eindruck, das war es jetzt ungefähr, was wir noch hinkriegen können.
für viel mehr reicht die Kraft nicht. International, wenn man also mal nicht Nabelschau betreibt, sondern global den Blick weitet, kann man nicht daran vorbei, dass die Rolle Europas sichtbar schwächer wird. Symbolisch etwa beim letzten G20-Gipfel sind ja Präsident Sarkozy und Frau Merkel mit bemerkenswerter, ordentlich abgestimmter Geschlossenheit aufgetreten mit einigen ihrer Reformvorschläge und gemeinsam an die Wand gelaufen. Symbolisch hat sich darin niedergeschlagen, dass der amerikanische Präsident Obama zwar den neuen britischen Premier Cameron getroffen hat, aber ansonsten nur asiatische Staatsoberhäupter oder Regierungschefs. Die anwesenden Europäer waren da nicht so wichtig. Ich würde das nicht nur als eine Nebenerscheinung sehen. Oder wenn man die aktuelle Diskussion nimmt über die Frage wirtschaftspolitischer Steuerung, ganz hoffnungslos ist die nicht, weil da einiges jetzt inzwischen von vielen vertreten wird, die sich dagegen noch vor vergleichsweise kurzer Zeit gesperrt haben. Und obwohl man noch bei der Verabschiedung des Lissabon-Vertrages, ich sagte es gerade, den Eindruck hatte, also da ist jetzt sozusagen ausgeschöpft, was auszuschöpfen wäre, kriegt man doch jetzt sehr deutlich mit, dass die Notwendigkeit, europäisch noch weitere Schritte zu machen, doch jetzt wieder Rückhalt gewinnt. Trotzdem muss man sagen, dass es den Europäern erkennbar schwergefallen ist, sich da auf gemeinsam zu gehende Schritte zu einigen und das dann auch noch populär wirksam in der Öffentlichkeit zu vertreten. Deutschland spielt eine besondere Rolle für die Frage, wo steht Europa, wie stehen wir zu Europa, was tun wir für Europa, gibt es heute mehr kritische Anfragen an die deutsche Politik. Wolfgang Preußel hat mir Ulrike Gero vorhin gezeigt, ein Essay publiziert unter dem Titel Why did Germany fall out of love with Europe? Wir haben gedacht, wenn wir hier in Berlin über Europa reden, dann wollen wir auch über die Rolle Berlins für Europa reden. Und deswegen freue ich mich, dass Herr Professor Monti seinem Vortrag heute den Titel gegeben hat, Towards European Disintegration, Fragezeichen, Reflections from Berlin. Und das ist sicherlich nicht nur als Ortsangabe gemeint. Herr Professor Monti ist, ich glaube, das kann ich schon sagen, in ganz besonderer Weise qualifiziert, uns eine Richtungsweisung, uns eine Orientierung zur Diskussion zu stellen. Er ist einer der eminenten Europäer, durch seine ganze lange bisherige Arbeit. Er war 10 Jahre lang Mitglied der Europäischen Kommission, erst zuständig für den gemeinsamen Markt und später für die Wettbewerbspolitik von 1995 bis 2005. Er ist der erste Vorsitzende gewesen des europäischen Thinktanks Bruegel, der 2005 gegründet worden ist. Aber er hat auch in vielen anderen Funktionen für und über Europa gearbeitet. Er ist aber in besonderer Weise seiner Bocconi-Universität in Mailand verbunden, an der er von 65 bis 69 zuerst Assistent war und viel, viel später dann Rektor der Universität wurde und diese Universität repräsentiert. Ich freue mich ganz besonders, Herr Professor Monti, dass Sie es auf sich genommen haben, heute mit uns an diesem warmen italienischen Tag die Gedanken eines italienischen Europäers zu